Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Infovideo. Es gibt ein paar Neuerungen, die demnächst aktiviert werden sollen, und zwar in der Steuerung. Das Wichtigste zuerst, ich habe drei Änderungen für euch. Das allererste finde ich schon sehr, sehr geil, und zwar soll es demnächst so sein, dass man beim Sprinten die Taste nicht mehr so krampfhaft gedrückt halten soll. Sowohl auf PS4, auf Xbox und auch auf dem PC soll das irgendwie so sein. Es ist ja so, wenn ihr den linken Analogstick für Consoleros zum Beispiel, ihr müsst nach vorne laufen und dabei den Stick nach innen gedrückt halten. Das ist irgendwann echt mega belastend. Es soll dann so sein, man drückt entweder das nur einmal rein, kann dann wieder loslassen, hält einfach nur nach vorne oder in die Richtung gedrückt und er läuft automatisch weiter im Sprint. Es kann aber auch sein, ich gehe aber davon aus, dass das die Variante ist, die ich jetzt erzählt habe, es kann aber auch sein, dass man einfach sensibler mit dem Analogstick laufen kann. Also einfach sensibler umgehen, dass man langsam läuft, oder wenn man voll durchdrückt, also voll nach vorne drückt, dass er dann erst sprintet. Ich würde die erste Variante aber bevorzugen, einmal reindrücken, loslassen und dann sprintet er von alleine. Das ist eine Variante, die ich sehr, sehr bevorzugen würde. Warum finde ich das auch noch sehr, sehr schön? Denn es entlastet den Verschleiß vom Analogstick. Ich hatte vor diesem Scuff, den ich euch hier gezeigt habe, noch einen anderen Scuff, und der hat nach einem halben Drafteljahr seinen Geist aufgegeben. Eben wegen der Mechanik, die hier drin ist. Wenn ihr das ständig immer wieder reindrücken müsst, das ist so ein kleines viereckiges Modul, und da sind so eine Blättchen drin, und die verschleißen relativ schnell, wenn man ein Hardcore-Zocker ist. Und entweder muss man diese Blättchen tauschen oder gleich das ganze Modul. Da kannst du ja eigentlich im Endeffekt fast schon einen neuen Controller kaufen. Oder wenn du einen Scuff hast, musst du den erst einschicken. Dann dauert das wieder ewig. Und das ist mir beim ersten passiert. Da war es bei Call of Duty zum Beispiel so. Du wolltest sprinten, sprintest kurz und dann bleibst wieder stehen. Drückst wieder rein, bleibst wieder stehen. Und das war absolut ultra belastend. Mit dieser Funktion ist auf jeden Fall der Verschleiß um einiges minimiert. Und es ist auf jeden Fall angenehmer zu rennen bzw. zu sprinten. Das finde ich eine richtig coole Änderung. Haut gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde es auf jeden Fall mega cool. Die nächste Änderung wird sein beim Heilen. Wenn du die Taste außerdem doppelt gedrückt hast, dann hat er den Heilungsprozess, oder wenn du dir dein Schild regenerierst, abgebrochen. Oder warst vielleicht auf der Hälfte deiner Heilung im Fortschritt und hast vielleicht in der Hektik nochmal gedrückt, warum auch immer, dann bricht er das ab und startet es neu. Das soll auch deaktiviert werden, was ich nicht schlecht finde. Mir selber ist das auch schon sehr häufig passiert. Und als dritte Änderung, die ich auch sehr gut finde, und zwar schießt ihr eine Waffe leer, komplett bis zur letzten Kugel, dann lädt er nicht nach, sondern wechselt auf die Zweitwaffe. Von alleine. Ich finde die Änderung gut, dass das deaktiviert wird, weil ich hatte schon mal, gibt es sogar ein Best-of, eine Szene, da hole ich einen Win, schieße auf den Gegner, die Waffe ist leer. Und ich merke nicht gleich, dass die Waffe leer ist, und er wechselt automatisch. Und in dem Moment denkt man vielleicht, man hat sich verdrückt oder sonst irgendwas anderes. Und im Effekt wechsle ich natürlich wieder die Waffe und habe wieder die Leere in der Hand. So habe ich besser selber in der Hand, möchte ich die Waffe wechseln oder irgendwas anderes machen. Natürlich macht es Sinn, die Waffe zu wechseln, aber wenn man es selber in der Hand hat, ist es besser, als wenn man aus Reflex wieder auf die leere Waffe wechselt. Finde ich auf jeden Fall eine starke Änderung. Das sind alle drei Änderungen, die ich heute für euch habe. Wann genau der Patch für die Änderung aktiviert wird, steht noch nicht fest. Es kann sein, dass der nächste Patch ist. Kann aber auch noch ein bisschen länger dauern, das steht wie gesagt noch nicht fest. Und wann überhaupt allgemein der nächste Patch kommt, das ist auch noch nicht so genau bekannt. Ich halte euch darüber auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das war es soweit von mir. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Oder ein Abo, wenn ihr neu seid und keines meiner Infovideos oder Livestreams mehr zu verpassen wollt. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Montag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.